in den Seminaren ist immer wieder zu sehen, wie schwer uns das ehrliche Mitteilen fällt und wie leicht wir in Geschichten abkleiden. Und ich wurde gebeten, ein Video dazu zu machen, für Menschen auch von lokalen Gruppen, die vielleicht noch nicht bei einem Seminar bei mir waren, um das konkret zu sehen, wie das denn jetzt konkret aussehen kann oder wie das wirklich gedacht ist. Das heißt, in dem Video mache ich das mal selber. Das heißt, ich teile mich mit auf allen drei Ebenen, Körper, Emotionen und Geist. Und dann kannst du sehen, wie das gedacht ist oder wie das aussehen kann. Bevor ich damit beginne, vielleicht noch eine Erklärung, wie das denn dazu gekommen ist überhaupt, dass wir das nicht mehr können oder dass wir uns damit schwer tun. Kinder sind da noch ganz drin, die kommunizieren direkt. Das Problem ist, wenn die heranwachsen und in ihre Kraft kommen, dann würde, wenn die so weitermachen, würde das gesamte Ego-Strukturfeld der Umgebung in Gefahr bringen. Und das ist nicht gewollt. Noch sind wir nicht an dem Punkt, dass wir das bewusst wollen, das auflösen zu lassen. Das heißt, das Umfeld wird es nicht zulassen, dass das Kind in seine Kraft kommt. Und wie passiert das? Es passiert so, dass über die Eltern und über die Schule wird die Energie des Kindes, die sich ja direkt austauschen möchte, wird ins Mentale gezogen. Gezwungen, muss man sagen. Ja, es wird gezwungen, sich in Zeit und Raum zu bewegen und den ehrlichen Austausch, den direkten, echten Austausch zu unterdrücken bzw. umzulenken. Und das Ganze mündet dann in einen Pseudo-Austausch. Und dann haben wir als Erwachsene nur noch mentales Ping-Pong und wundern uns, dass wir nicht genährt werden von dem Kontakt. Also das ist der grob zusammengefasst der Grund, warum das überhaupt so ist. Und auch noch ein Hinweis, in meinem Buch habe ich ein paar Kapitel geschrieben, wo das auch nochmal genau beschrieben ist, auch die Fallstricke, wie sich der Mind da immer wieder reinmogeln will. Und ja, da lohnt es sich auch, das nochmal zu studieren. Und jetzt in dem Video kannst du jetzt einfach gucken, wie das aussieht. Man kann das unstrukturiert machen. Ich mache das jetzt mal strukturiert. Das heißt, ich erzähle erst, was in meinem Körper los ist, dann in den Emotionen und dann im Geist. Also ich zeige jetzt erstmal, wie es gedacht ist. Dann demonstriere ich danach, wie es nicht gedacht ist. Also ich werde dann etwas tun, was das Gegenteil ist, wo also überhaupt kein Austausch ist. Und im dritten Abschnitt mache ich dann einen Mix und du siehst dann immer eingeblendet, was gerade ist, sodass du immer den Wechsel auch sehen kannst, ne? Zwischen Geschichten und ehrlichem Mitteilen. Okay, also let's go. Das ist jetzt auch keine Simulation, sondern ich mache das, wie es wirklich ist. Ja, also keine Schauspielerei, ist jetzt echt. Und fange mit dem Körper an. Ich sitze jetzt hier in der Meditationshaltung und der Körper fühlt sich entspannt an. Im Bauch ist es ein bisschen zusammengezogen und ganz leichte Schmerzen in der Schulter. Und ja, ich fühle mich im Körper wohl. Das fühlt sich an, wie das ganz viel Bewusstsein den Körper ausfüllt, dass große Teile auch wirklich entspannt sind. Sehr viel Raum spüre ich in der Stirn, im Herzbereich nicht so viel und im Bauch ist es ein bisschen zusammengezogen. Ja, ich habe außer mit den Schultern keine Schmerzen, das heißt, ich fühle mich grundsätzlich sehr wohl im Körper und ich spüre auch den Kontakt zum Boden. Ja, soweit zum Körper. Auf der Gefühlsebene, ja, bin ich etwas wütend auf die, ja, spüre ich Wut im Zusammenhang mit der Webstream-Geschichte. Also da ist ein Gefühl von Wut. Ansonsten auch ist jetzt wie so eine Öffnung zu spüren im Herz, also so eine Offenheit, so eine emotionale Offenheit übers Herz. Und
auch Freude und Glück ist da. Der Geist ist relativ ruhig. Es sind jetzt gerade keine Gedanken. Ab und zu taucht der Gedanke ans Mittagessen auf, was ich denn esse. Oder ja, nee, ansonsten ist es sehr ruhig im Geist. Mal warten, vielleicht taucht noch ein Gedanke auf. Kurz der Gedanke an Australien. Ja, nee, der Geist ist ruhig. Gut, so. Also, das ist alles. Mehr ist das nicht. Also ich teile mich auf allen drei Ebenen mit. Ohne Begründung, ohne Geschichte. Und das ist der ganze Prozess und die anderen hören mir zu. Jetzt, wenn ihr das in der Gruppe macht und euch länger kennenlernt und viel Vertrauen schon gewachsen ist, dann könnt ihr auch mehr dazu übergehen, in Bezug auf andere euch mitzuteilen. Ja, also was andere Menschen bei euch auslösen. Das aber kommt erst später. Im Wesentlichen, der Kern der Geschichte ist das, wie ich es gerade gezeigt habe. So, und jetzt im zweiten Abschnitt zeige ich, wie es nicht gedacht ist, wie keine echte Kommunikation und kein Kontakt zustande kommt. Also genau das Gegenteil. Und es ist jetzt auch nicht simuliert, es ist keine Schauspielerei, sondern ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich es auch sonst machen würde. Jo, also mal überlegen. Ich überlege gerade, was ich heute noch so vorhabe. Also das ist jetzt das zweite Video heute. Ich habe heute mal ein bisschen später angefangen, nicht mitten in der Nacht. Und für den Rest des Tages habe ich noch ein paar Sachen, paar Pflichtsachen zu tun. Die Geschichte mit der Medienanstalt ist für mich abgeschlossen. Ich habe gestern schon den Brief abgeschickt. Und das Video dazu habe ich auch schon gemacht. Also das ist erledigt und auf eine Art, ja, ist es auch für mich weniger Stress, weil live aufzutreten ist immer auch Stress, es bedeutet immer auch Stress. Und genau, bald wird mein Buch rauskommen, da freue ich mich schon total drauf. Ist jetzt in der letzten Phase, kann man sagen, es braucht noch eine Freigabe, dann kommt es in die Produktion, dann kann man es bestellen. Ich hoffe, dass das richtig, richtig schön wird. Ich habe das Cover jetzt schon gesehen, also es ist ganz toll profimäßig gemacht. Und da freue ich mich wirklich drauf. Jo, mal sehen, was morgen so dran ist. Sind keine Sessions geplant. Morgen ist Gruppe, 2 Stunden von 10 bis 12. Danach werden wir wohl noch Floating machen, wenn die Teilnehmer einverstanden sind, wenn sie das möchten. Ansonsten nur 2 Stunden Gruppe. Ja, gut, soweit. Also das ist jetzt eine Form von Blabla, ja, von Geschichten, von Zeit und Raum. Ich bin nicht hier gewesen, ich habe von anderen Orten erzählt, von anderen Zeiten. Also das ist leeres Geplänkel, das ist nicht, wie es gedacht ist. Und du hast ja wahrscheinlich auch jetzt, wenn du das hörst, kannst ja mal vergleichen, wie sich das anfühlt. Das jetzt, was ich jetzt gemacht habe und das davor, hat sich mit Sicherheit anders angefühlt für dich, wenn du da zugehört hast. Genau, so und jetzt im dritten Abschnitt mache ich nochmal einen Mix davon. Also, dass du die Übergänge vielleicht auch sehen kannst. Okay, also, fangen wir wieder mit dem Körper an. Fühlt sich immer noch ein bisschen angespannt an im Bauch. Ist wahrscheinlich wegen dem Stress mit der Landesmedienanstalt. Kann gut sein. Ansonsten fühlt sich es entspannt an. Ist halt auch Sonntag. Da ist jetzt auch relativ ruhig hier. Ja, ansonsten Gefühle. So offenes Herz ist da. Zuwendung, Zugewandtheit. Und ich bin aber auch echt stinksauer auf diese Strukturen hier, die mir
diese bescheuerte Rundfunklizenz aufzwingen und ich jetzt einfach meine Arbeit nicht so entfalten lassen kann, wie ich das gedacht habe. Also das ist einfach total nervig. Ja, es ist echt zum Kotzen. Und bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Ja, also ich bin der Meinung, das muss anders laufen. Das kann so nicht sein, dass man Menschen, die Hilfe anbieten wollen, dass man die so reglementiert und so versucht unter Kontrolle zu bringen. Ja, ansonsten denke ich noch, ja, ab und zu in Australien habe ich mich jetzt die letzten Tage mit beschäftigt ein bisschen. Das poppt dann immer wieder auf. Und so auch jetzt. Gut. Also das war der Mix und ich hoffe, du hast jetzt ein Gefühl dafür bekommen und vor allem auch, wie gesagt, wie sich das für dich anfühlt, wenn du dem zuschaust und zuhörst.